Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Ghost Recon Breakpoint Behemoth Tutorial. Die Behemoth Drohne ist die größte und schwerste Drohne in Ghost Recon Breakpoint, doch sie ist fast die am einfachsten zu besiegende, wenn man weiß wie. Beginnen wir mit der Vorbereitung im Biwak. Sie ist eigentlich nicht notwendig, kann euch aber im Falle eines Falles das Leben retten. Und zwar habt ihr durch den Vorteil Essen eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, schwer verwundet zu werden, was euch im Falle des Falles, wie gesagt, das Leben retten kann, weil ihr dann noch sprinten und gezielt schießen könnt. Was eure Klassenauswahl angeht, ist die Klasse eigentlich egal, aber als Scharfschütze habt ihr mehrere Vorteile. Zum einen könnt ihr besser mit Scharfschützengewehren umgehen und zum anderen habt ihr die panzerbrechende Munition, die euch nochmal Bonusschaden gegen den Behemoth gibt. Eure Hauptkampfwaffe gegen den Behemoth sollte ein Scharfschützengewehr mit einem hohen Schadensoutput sein. Als offensive Items eignen sich EMP-Granaten für den Notfall und Raketenwerfer für die Eröffnung des Kampfes. Die sind ganz wichtig. Wobei ihr die Eröffnung des Kampfes auch mit einem raketenbeladenen Helikopter machen könnt, wenn ihr das wollt. Als defensive Items empfehle ich ein starkes Heilmittel und vielleicht eine Wurfweitendosis, damit ihr die EMP-Granate im Falle des Falles ordentlich weit werfen könnt. Ihr könnt dort aber auch alle anderen Dinge benutzen, die ihr möchtet, wie zum Beispiel eine Widerstandsdosis oder dergleichen. Was Perks angeht, solltet ihr euch für die drei Perks Sprengstoffexperte, Donnerkrollen und Sensorhack entscheiden, denn Sprengstoffexperte gibt euch einen größeren Wirkungsbereich, mehr Sprengstoffschaden und eine höhere Wurfreichweite. Donnerkrollen erhöht euren Waffenschaden generell und den Schaden an Drohnen und Sensorhack unter anderem auch den Schaden an Drohnen. Ganz, ganz wichtig ist vor allem die Positionierung im Kampf. Ihr solltet möglichst weit weg von der Behemoth-Drohne stehen, also außerhalb der Minigun-Reichweite, denn die ist vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad extrem tödlich. Also weit weg oder oberhalb an einer Klippe oder einem Berg, wo die Behemoth-Drohne nicht hinkommt und ihr vor allem auch viel Platz zum Ausweichen habt und genügend Deckung für den Notfall, falls die Drohne plötzlich nach vorne schnellt, um in Minigun-Reichweite zu kommen, was sie gerne mal tut, wenn man mehr als die Hälfte ihres Lebens abgezogen hat. Vor allem solltet ihr aber nicht in der Nähe einer Straße oder eines Lagers gegen eine Behemoth-Drohne kämpfen, denn der Kampf wird sehr laut und lockt Gegner an. Glaubt mir, ihr wollt nicht mitten im Kampf mit einer Behemoth-Drohne plötzlich von hinten mit einem Buggy, mit einer Minigun abgeschossen werden. Das ist nicht so cool. Die Schwachstellen des Behemoth sind zuallererst die vier blauen Kanister, die vorne, hinten, links und rechts in der jeweils mittig am Behemoth angebracht sind. Zum anderen die kleine Kamera, die sichtbar wird, wenn der Behemoth seine obere Klappe öffnet, um Raketen zu schießen. Wenn das alles bereits getroffen ist, helfen Treffer auf die ungepanzerten roten Stellen der Drohne. Den Kampf selbst beginnt ihr mit einer Barrage aus Raketenwerferraketen. Und diese Raketen, die sind nicht dazu da, um dem Behemoth möglichst viel Schaden zuzufügen, sondern die sind primär dazu da, um die Panzerung des Behemoths zu brechen, sodass möglichst viel seiner verwundbaren Oberfläche zum Vorschein kommt. Habt ihr eure Raketen alle verballert, kommt das Scharfschützengewehr zum Einsatz. Hier zielt ihr zuerst, wenn sie nicht schon durch die Raketen zerstört worden sind, auf die blauen Container.
Dadurch, durch jede Zerstörung eines blauen Containers, wird die Drohne kurz gestunt. Anschließend zielt ihr auf die kleine Kamera, die sichtbar wird, wenn die Behemoth-Drohne Raketen schießt. Die ist in der Mitte vorne vor diesem Disco-Ball, vor diesem Raketenball, wo die Raketen rauskommen. Habt ihr das alles gemacht, könnt ihr entweder weiter auf die Kamera schießen oder auf den Raketenball oder ihr zielt auf die roten Schwachstellenpunkte der Drohne, die jetzt sichtbar sein sollten, nachdem ihr mit den Raketen die Panzerung entfernt habt. Wenn die Klassenfähigkeit des Scharfschützen aufgeladen ist, könnt ihr die auch benutzen und könnt nochmal 3 panzerbrechende Schüsse auf die Drohne abfeuern, was dann nochmal extra Schaden verursacht. Ansonsten ist es ein reines Geduldsspiel, immer den Raketen ausweichen und auf die Drohne schießen. Und immer darauf achten, dass wenn die Drohne näher kommt, dass ihr euch weiter entfernt, denn die Behemoth-Drohne ist auch darauf bedacht, euch mit den Miniguns zu erwischen, weil die echt, also die sind sehr böse. Die überlebt keiner besonders lang. Und passt auf jeden Fall auch auf, dass ihr nicht von den Raketen getroffen werdet. Denn zumindest auf Schwierigkeitsstufe extrem ist da ein Treffer auch alles, was ihr aushaltet. Und das war's dann auch schon. Strike, wir haben gewonnen. Vielen Dank für den guten Kampf, liebe kleine Drohne. Wobei lieb, ich weiß ja nicht. Ja, auf jeden Fall solltet ihr nicht vergessen, euren Loot noch aufzusammeln. Und ja, dann habt ihr es also geschafft. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.